Ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Ein letztes Mal willkommen zur Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition 2 Abaddon. Wir kümmern uns heute um das Letzte, was noch fehlt. Die letzten Seiten, ungefähr 5 Stück, ja, ziemlich genau 5 Seiten liegen vor uns. Ist ein bisschen was, aber wenn es zwischendurch knallt, dann haut der Wind mein Fenster zu, lel. Und ja, wir legen einfach los. Oder auch nicht, eine Sekunde noch. Denn hier wurde gerade nebenbei ein neues Tournament angekündigt auf dem Cooper Castle Server, wo heute, wenn ich das aufnehme, das Video zu hochgeladen wurde. Bin ich mal gespannt. Ich werde versuchen, auf jeden Fall mitzumachen. Ich muss kurz die Time Zone gucken. So, sorry, das muss kurz sein. Wir haben da halt ein bisschen Planung gerade am Laufen. Wie gesagt, wenn irgendwie von euch auch wer Smash spielt, tretet dem Server gerne bei. Dann könnt ihr auch bei den Turnieren mitmachen. Kommt in Videos mit rein, wenn ihr das wollt. Wäre, denke ich, eine coole Sache für alle. Naja. Lord Eckes Epilepsie. Gute Art, Epilog zu verändern. Ich bin wieder vor der großen Halle aufgewacht. Das Letzte, was mir in den Sinn kam, war, dass wir Günther nicht aus der Regenbogenkristallhöhle zurückholen konnten und die dunkle Kraft in meinem Entsetzen mich aus dem Hintergrund zog. Jetzt war ich hier, vor einer Menschenmenge. Nein. Und ich sah Pokémon vor mir stehen. Es waren Hydropi, Latias, Pokémon, die so seltsam aussahen wie Latias, die ich sicherlich noch nie gesehen hatte, und Günther. Das ist eine wunderschöne Beschreibung für Latias. Und zwischendurch eingeschoben. Pokémon, die so seltsam aussahen wie Latias, die ich sicher noch nie gesehen hatte. Was ist los, Günther? Was machst du hier? Sie schienen meine Aufmerksamkeit erregt zu haben. Sie sahen mich an und ich sah in ihren Gesichtern, dass sie traurig waren. Günther versuchte auch, sich zu fangen. Lord Corner, du bist wach. Lass diesen unglücklichen Ort herauskommen. Ich werde dir alles auf dem Weg erzählen. Wir machten uns auf den Weg zur astronomischen Burg, in der wir erschienen. In der Zwischenzeit bewertete Günther die zukünftigen Erfahrungen. Kurz hier nebenbei auch, dieser Epilog ist auch eine Sache, die ich nicht noch einmal so vermutlich machen werde. Auch wenn ich überlege, sowas in der Art vielleicht nach der letzten Valros-Edition zu machen. Aber so eine Zusammenfassung werde ich nicht nochmal machen. Kurzfassung hatten wir in der 3 ja schon. In der 4 kann ich schon sagen, kommt sowas gar nicht vor im Epilog. Aber das war wirklich ein bisschen lang gestreckt. Und da verstehe ich auch, wenn man das nicht gucken will, diesen Epilog. Hatten wir das hier schon? Wenn, falls nein, lese ich es nochmal. Wir machten uns auf den Weg zur astronomischen Burg, in der wir erschienen. In der Zwischenzeit bewertete Günther die zukünftigen Erfahrungen. Also, heute hatten wir einen echten Gruß nach meiner Ankunft in Silberdorf. Am Ende unserer Erfahrung wollten sie mich nicht in ihre Welt bringen. Die dunkle Macht kontrollierte sie. Niemand konnte diese Kraft aufhalten. Es gab eine Apokalypse, sagte er. Nur ein paar hundert? Nein, nicht Menschen. Das sind die zwei Punkte dieser Version hier. Die ständigen Geschlechtertäusche und Menschen. Das sind die schlechten Dinge hier. Nur ein paar hundert Pokémon überlebten. Als das dunkle Zeitalter aufkam, gab es nur 5 Pokémon, die nicht die Kontrolle übernehmen wollten. Floink, Bulbasaur, Hydropi, Latias und Nyxchosma. Als sie nach 300 Tagen ungefähr eine seltsame Kreatur sahen, wurde die Hoffnung wiederbelebt. Dieses Kreuz war die Seele meiner Seele. Einer der 7, die auf diese außergewöhnliche Weise auf dieser Welt erschienen sind. Trotz der Analyse waren wir alle sehr enttäuscht und wussten nicht, wie wir gegen die dunkle Macht kämpfen sollten. Nur einer von uns konnte den Rest zerstören. Floink. Das ist ja schön. Hat er in der Valros Edition 3 tatsächlich auch versucht. Wir gingen zusammen in die Schatzstadt. Aber wir wurden von der dunklen Macht besiegt. Tja, wenn das so schnell ging, dann sind wir wohl... Ich werde diesen Witz immer wieder machen. Dort wartete sie auf uns. Sie warfen uns ins Meer, aber wir waren alle wach in den Höhlen in einem Seelenwald.
Jeder von uns hatte in der Vergangenheit so etwas gesehen. Nick Cross mal seinen Tag, an dem er den Himmel machte. Ich hatte Zeit. Also, ihr kennt ja auch alle hier den Anfang der Bibel. Am Anfang schuf Nick Cross mal Himmel und Erde. Das stand da nicht. Oh. Ich muss mir kurz notieren, dass Nick Cross mal offensichtlich Gott ist. Freaky. Alter. Nick Cross mal erschuf einfach den Himmel. So, ist notiert. Und Latias hatte Zeit. Dass ich meinen Bruder und auch meine Ehre und Würde verloren habe, hatte Hydropi bereits gesehen, als ihre Eltern sie verloren hatten, als sie noch klein vor dem Feuer meines Sees waren und seitdem zwei Freunde ihrer Eltern verloren. Sie wurden später die Eltern von Bulbasaur. Er erinnerte sich an den Tag, an dem Floink ihn vor dem Prinzen rettete, den Nick Schossmer erschaffen und gefunden hatte. Fluffloink. Das ist neuer YouTube-Channel. Dann mehr dazu. Als wir alle unsere Träume hatten, standen wir dem Feind gegenüber, der wenig mit ihrer Vision zu tun hatte. Nick Schossmer kämpfte gegen ihren Krieger, ihren Bruder Latias, der von den dunklen Kräften entführt wurde. Ich wünschte, ich könnte dich unter normalen Umständen endlich treffen. Ich war verzweifelt und Bulbasaur war gezwungen, mich zur Besinnung zu bringen. Nur Floink traf sich mit Darkrai. Für unsere Siege erhielten wir eine Antwort von der Seele Günthers. Wir hatten also Geduld, Aufrichtigkeit, Hilfe, Gerechtigkeit, Ausdauer und Mut. Nur was verloren ging, war entscheidend. Wir haben uns endlich wieder mitten in einem Seelenwald getroffen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir beschlossen, dass wir wirklich lernen müssen, wie man es richtig macht. Aber als Bulbasaur den letzten Spartaner benutzen wollte, erschien der Verräter in unseren Reihen. Nick Crossma war mit der dunklen Macht befreundet und in diesen Tagen nahm Bulbasaur als Beweis. Nick Crossma beschloss, nach dem strengen Gesetz zu leben. Nach dem strengen Gesetz der Christen, weil er ist ja schließlich Gott. Ich meine, und natürlich war es sicher, dass wir keine Angst geben würden. Denn abgesehen von ihnen und ihrer Stärke hatten sie heutzutage ihre eigenen Pakete gemacht. Stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Ich bekomme einen neuen Amiibo die nächsten Tage. Ich meine, als Reaktion auf Bulbasaurs Verschwinden reagierte Floink und forderte ein Urteil. Wir haben jedoch die Arbeit von Günther verschoben, der nun sein erstes Ziel hat. Pure Cleansing. Wir haben uns für die Einführung zurückgezogen, um Günther alles zu erklären. Und es gab einen Mangel an Entwicklung, weil Floink mehr als einen Vorsprung brauchte. Also erklärten sie mir alles und dann erzählte Latios uns die Natur der dunklen Welt, unsere einzige Hoffnung. Bekanntlich gab es Experimente in der dunklen Welt, aber sie schufen eine dunkle Kraft und kein reines Detail. Die Welt hatte auch eine Wahl. Floink. Das Portal zu einer solchen Welt befindet sich unter dem Spiegelsee, also mussten wir nach Silberdorf, wo die dunkle Macht ihre Festung gebaut hatte. War erfolgreich. Wir arbeiteten daran, an den Strand zu gelangen und in die Tiefe zu klettern. Aber Floink machte einen Fehler und wurde eifersüchtig. Infolgedessen war es kein guter Start und erreichte das Portal nicht. Ohne eine dunkle Kraft wären wir alle nicht. Kehrte aus der dunklen Welt zurück. Aber sie haben Floink gefunden und es leben lassen. Er war in einem Blitz gefangen. Ich bezweifle es. Dort lernte er eine von ihm bekannte und erneuerte Kreatur kennen. Den wundersamen Zoroastrianismus, den Nick Crossmer geschaffen hatte. Sag das jetzt dreimal schnell hintereinander. Den wundersamen Zoroastrianismus, den wundersamen Zoroastrianismus, den wundersamen Zoroastrianismus. Alter, besser als ich dachte. Den Nick Crossmer geschaffen hatte. Weil Nick Crossmer heutzutage die Macht des schwarzen Baumes war, wurde sie verhaftet. Aber sie haben Freunde gefunden und gemeinsam haben sie Erfolg gehabt. Aber als er wieder für zwei Personen am Grab im Dorf anhielt und Floink bat, in die dunkle Welt zu gehen, war Nick Crossmer wieder auf dem Weg. Er hatte sie nicht entkommen sehen und sie sah es als eine gute Gelegenheit aufzugeben und zu tun, was die dunkle Macht in keiner Weise wollte. Dieser Satz hat wirklich es geschafft, den Sinn einfach nur zu 100% umzudrehen von dem, was da eigentlich stand. Doch erfuhr Floink zuerst von der Kraft, die Nick Schossmann mit der Kraft verband, die dunkle Kraft ihm gegeben hatte. Ziemlich kräftig, der Satz.
Er zog dorthin, wo er sich den alten Propheten zuwenden wollte, dem dunklen Gott des Lichts Ultranikshosma. Weil sie keine Chance hatten, die Macht zu besiegen, opferte sich Floings neuer Freund, den man zufälligerweise nie wieder gesehen hat, obwohl er eigentlich noch am Leben ist, lol, und half Floink, die dunkle Welt zu erreichen, in der er sich wieder uns wieder anschloss. Aber während der gesamten Reise sahen wir, die Ereignisse der letzten Tage besonders in auf Floink waren hart. Und es war jetzt wirklich schwer. Also hatten wir einen Streit, als Floink aufwachte. Aber durch einen schweren Unfall wachte Floink auf und wir hörten, als wir argumentierten, dass er es nicht erleben konnte. Scheitern und können im Notfall einen Unfall verursachen. Wir planten daher, Floink unter der Küste von Tohaido einzusperren, weil er die Tests nicht freiwillig bestanden hätte. Aber an diesem Punkt dachte Floink, wir wären es. Er floh an die Seite der dunklen Kräfte und floh. Soll ich was sagen? Ich bezweifle es mal wieder. Er beschloss, die Erfahrung durchzugehen, obwohl er alleine war. Insbesondere konnte er sich von der Absage von Yveltal retten, Giratina mit seiner scharfen Welt besiegen und den letzten Test erhalten. Den Darkrai-Test. Was zum Fick habe ich gerade gemacht? Trotz der Stärke seines Gegners konnte Floink nicht dasselbe tun, aber in diesem Moment standen ihm drei im Weg. Floink setzte all seine Kraft im Kampf gegen sie an und zeigte seine Wahrheit. Nun, zumindest ist er nicht untergegangen, ohne sich vorher zu erklären. Warum finde ich solche Sätze so lustig? Das sollte ich nicht. Einfach faktisch. Ich sollte das nicht so lustig finden. Es traf mich. Wir beschlossen, ihn zu suchen, und weil wir seine Motive nicht erklären konnten. Ich war auf jeden Fall. Floink hatte uns abgesagt, als ich den dunklen Hof spürte. Mithilfe seiner Wunden aus früheren Kriegen verlor er diesen Kampf, und ich verstand aus dem Kommentar am Ende der Zeit, was passiert war. Als er aus der Modernisierung aufwachte, erklärten wir ihm alles. Er machte es gut und erzählte uns von ihren Experimenten. Als sie endlich wieder gesund war, wollten wir nach Silberdorf zurückkehren und die dunkle Macht besiegen, aber bevor wir das Portal öffnen konnten, hatte sie uns genauso gesehen. Wir sind alle verhaftet worden. Alter, ihr merkt gerade, ich lese schnell, aber das ist halt auch ein saulanges Kapitel, deswegen will ich ja auch ein bisschen schneller durchkommen. Ich ging zum Schloss, um die dunkle Macht bis zum Ende zu beschützen. Aber vorher stand Nick Schossmann an ihrer Stelle, an der... Okay, doch, das passt. Irgendwie fühlt sich ein bisschen an, als wäre hier einiges geskippt. An der sie seit ein paar Tagen waren, also gab es kein Floink. Nach einer Weile kam Nick Schossmann auf eine eigene Idee einer Bad-Truth-Politik. Und Floink bot uns an und Zoroaster, die verhaftet wurden, Frieden, da Nick Schossmann als Schatzmeister nicht damit gerechnet hatte, schlecht zu werden, sondern davon ausging, dass er sein nützlichster Freund von Avenger war. Dunkel geschlossen. Doch bevor Nick Schossmann starb, erzählte er uns die Motive seines Meeres. Er war einst ein akzeptierter Freund von Darkrai, aber ein dunkler Strahl machte Darkrai zu dem, was er heute ist. Erfährt man dazu in der Walross Edition 4 vielleicht etwas mehr? Vielleicht. Vielleicht nicht. Wer weiß? Ich weiß. Darkrai selbst erschien auch am Ende von Nick Schossmann vor dem Finale. Wir gingen alle zusammen in den Thronsaal, wo du gerade wach warst. Da die dunkle Macht, die zu jeder Zeit die zweite Seite kannte, also haben wir auch von uns erwartet. Sie wusste, dass wenn dieser Floink fehlschlug, er kann seine Macht vereinen und er wird zur Dunkelheit des Reinen. Nein, zum dunklen Magier. Also haben wir uns bemüht, diese Welt zu retten. Du bist auch dabei. In gewisser Weise konnten wir sie natürlich auf akzeptable Weise akzeptieren. Holen sie Floink ein. Sie haben ihre Taktik geändert. Sie haben ihren Körper freigegeben und den Inhalt mit dem Pakt-Detail geteilt. Wir können ihn nicht mehr besiegen, aber Floink kann unsere Angriffe verlangsamen. Und so sagte er uns, dass dies nur eine Chance ist, unseres in einen Sieg, ein Ritual, das lange vergessen wurde und nie erfolgreich war. Die Gleichgewichtslinie. Mit Gewicht kenne ich mich aus, ich bin Walra. Oh. Nicht dasselbe. Oh. Dies war dieselbe Linie, die dunklen Kräfte teilte. Die einzige Chance für den Erfolg der Zeremonie war die erfolgreiche Vereinigung der Kräfte.
Es gab drei Komponenten. Hell und dunkel. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Charakter das gesagt hat. Ich schlage das jetzt nach, weil ich es einfach kann wie so ein krasser Schnitzelfresser. Ich bin Deutsch, also bin ich einer. Ich meine natürlich... Ich hab heute auch nicht wirklich... Doch, das machen wir jetzt nebenbei. Ich hab heute eine Frage an euch wieder. Und zwar ein bisschen andere Richtung. Einfach, was sind eure Erwartungen an die Walross Edition 4? Was erwartet ihr denn? Okay, es war ein bisschen anders geschrieben hier. Hier steht ja, es gab drei Komponenten. Hell und dunkel. Was übrigens geschrieben wurde von, gesagt wurde von Latios. Das heißt, Latios kann nicht zählen. Im Original stand da, es waren die Mächte der drei Elemente des Lichts und der Dunkelheit. Das heißt, ergibt in der Form schon irgendwie Sinn, ist halt scheiße umgestellt. Aber Latios kann nicht zählen. Wir waren jedoch sehr wenige, stattdessen haben wir viel gelitten. Wir mussten die Details des Traumes durchgehen. Diese Grundelemente, Ort, Zeit und Traum, sind auch in Pokémon bekannt. Jeder ist ein bisschen anders als jeder andere. Es gibt jedoch auch Latins und Latins. Man spricht wahrscheinlich Latins, aber... Als Pokémon of Space, Hydropi. Als Pokémon of Time, hier Zeldas Wiegenlied einfügen, lol. Also, es gibt jedoch auch Latins und Latins als Pokémon of Space, Hydropia als Pokémon of Time und Floink und ich für Light und Dark. Aber als wir es erneut versuchen, erschien der Geist von Bulbasaur in unseren Reihen. Bulbasaur, Pokémon aus dem Schlaf. Er half uns, den Befehl zu beenden und verschwand dann wieder. Die Kraft der Dunkelheit und der reinen Zweck wäre nichts verloren gegangen und würde wieder gesehen werden. Wir haben den Kampf gewonnen, aber er muss besiegt werden. Sei nicht positiv, Wally. Ich wartete darauf, dass Gunther seine Rede fortsetzte, aber sie wurde abgebrochen. Von einem fast klaren Pokémon, das unter uns auftauchte. Nee, das ist falsch. Es waren zwei. Lord Ecke kann auch nicht zählen. Sage ich, ich habe zum Glück keine Facecam drin. Dann würdet ihr sehen, dass ich gerade drei Finger hochhalte. Gott, ich bin einfach zu blöd. Ich hab das neulich wem gesagt. Jemand hat mich gefragt, weißt du was? Hab ich gesagt, wenn ich was wissen würde, dann wäre ich kein YouTuber. Ja. Als wir den Rest der Geschichte begannen, sahen wir uns beide nur an. Die Macht der Dunkelheit ging verloren und Tränen wurden durch den Einsatz von Rhythmus vergossen. Alle waren mit dem Sieg zufrieden. Ich war wie die anderen, aber trotzdem wusste ich, dass es noch nicht passiert war. Als alle gingen, sahen sie, wie es dir ging. Die Welt um mich herum ist rot geworden. Die Macht der Dunkelheit wurde zerstört. Und ich war für einen Teil nichts. Es war Zeit für mich zu gehen. Ich mache das auch. Ich mache es immer noch. Alles in allem bin ich jetzt für alles, das ist passiert. Aber es ist keine schlechte Sache, die während unseres Besuchs passiert ist. Viele Pokémon müssen wie wir von dieser Welt verschwinden. Aber am Ende ist es das Wichtigste, sie loszuwerden. Ja, dann Ziel erfüllt, oder? Wir haben die ganze Welt vor Pokémon gerettet. Und so weiter. Wenn es schmerzhaft ist, sich von dieser Welt zu verabschieden, sind wir heutzutage wieder zusammen. Wie immer. Jetzt, da die Welt vorbei ist, gibt es keinen Grund, hier ohne Körper und ohne die wichtigen Möglichkeiten zu bleiben. Wir werden jetzt gehen. Eines Tages, in der Hoffnung, dass wir uns in Zukunft wiedersehen werden. Bis dahin vielleicht leben. Ja, ich glaube tatsächlich, die anderen werden noch leben, bevor sie euch wiedersehen. Oder? Walross Edition 3. Nee, warte. Die leben ja. Das war ein Scheißsatz. Die leben ja trotzdem alle. Ja. Am Ende hielt jemand aus unseren Reihen, der noch aktiv war, erneut eine Rede. Günther kam zu beiden. Floink Bulbasaur, bevor wir uns auf den Weg machen, möchte ich Ihnen zum ersten Mal für alles danken. Wir schulden Ihnen in dieser Hinsicht viel, ob als Kämpfer oder als Freund. Sie sind die wahren Zeugen einer solchen Geschichte. Übersetzung: Floink will damit sagen, dass die beiden nichts gemacht haben? Lol. Stellen Sie sicher, dass Sie sich an alles erinnern, was passiert ist. Vielleicht leben!
Das wär's. Die beiden sind schon so Geister, wissen, dass sie ins Jenseits verschwinden und Günther kommt so, ja, versucht's doch mal mit Leben. Disrespect des Jahres. Auch wenn Günther von ganzem Herzen mit uns allen sprach, wollte niemand sie verlassen, ohne ihn noch einmal zu danken. Floink Bulbasaur, mein Bruder, ich kenne dich schon lange, woran das nur liegt. Und ich weiß, dass es für uns schwierig wird, ohne Erfolg zu überleben. Trotz allem, was ich nicht aufgeben werde. Eines Tages werden wir wieder alle verbunden sein. Nun, ich habe schon das meiste gegeben, als du dich in das Floink-Schloss geworfen hast. Leider kann ich dir nicht sagen, dass Bulbasaur eine zu große Falle war. Ich wusste, dass du auch zu kurz dafür bist. Ach so, jetzt ist er auch noch kleinwüchsig. Das ist aber wirklich gemein, wie die hier gemobbt werden. Aber was ich weiß, ist nicht lang und kurz. Sie sind zwei echte Helden. Die Welt braucht Pokémon wie sie. Irgendwie ist das voll Disrespect. So richtig betont, ja, diese Welt braucht doch gerade euch beiden. Warum versucht ihr es nicht mit Leben? Du bist übrigens kleinwüchsig. Digga, Floink und Bisasam werden übel gemobbt beim Verschwinden. Okay, ich hab grad was in der Nähe gelesen und nein, die werden hier wirklich taktisch komplett gemobbt. Also, dann ist es Zeit für uns wieder zu verabschieden. Ich war schockiert, dass wir uns nicht als Freunde kennenlernen konnten, aber ich bin auch froh, dass wir keine Freunde mehr sind. Dieser Satz einfach, wie werden die hier bitte gedisrespected? Wie der Feind sich den Parteien anschließt. Jetzt haben sie mich alle kontaktiert, aber ich hab's getan. Aber ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte die ganze Version dieser Erfahrung nur in einer kurzen Version gehört und zur gleichen Zeit, gab es wirklich keine Chance für einen von beiden, sich wirklich zu verlaufen. Aber ich wusste, dass ich es musste und am Anfang wollte ich dir ein bisschen erzählen. Leider habe ich diese Erfahrung nicht wirklich gesehen, aber natürlich möchte ich mich nochmal persönlich bei Ihnen bedanken. Seit ich nach Silberdorf gekommen bin, ist es Zeit, auf allen Vieren zu sein. Das war's für ein Vulpix auch schon vorher. Wenn nicht fünf! Okay, das geht nicht. Ich finde die letzte Folge jetzt nochmal schön lustig. Hatten wir lange nicht mehr, dass ich die wirklich lustig fand. Seit ich nach Silberdorf gekommen bin, ist es Zeit... hatten wir gerade. Wenn nicht fünf, hast du immer an meiner Seite gestanden. Ich habe mich wieder auf die Beine gestellt, aber auch in der schwierigsten Zeit meines Lebens, als ich ein Sklave der Dunkelheit war und von Verzweiflung und Unglück umgeben. Als ob du nicht genug wärst. Du warst immer bei mir. Du hast alle Welten gerettet. Ich bin wirklich schuld an deiner Zerstörung und deinem Tod. Du hast Zeit und Worte, um dir sehr zu danken. Ich werde dich nicht vergessen. Es war also Zeit. Floink und Bulbasaur haben sich zusammen in der Sonne verirrt. Das müsste relativ heiß sein. Als ob es nicht fehl am Platz wäre, war dieses Ende eines der schönsten, die diese Erfahrung hätte erreichen konnte. Das war kein Satz und steht auch nicht so da. Hätte erreichen konnte! Ich merke, ich habe mir die 1 in Deutsch im Zeugnis verdient. Eines der schönsten, die diese Erfahrung erreichen konnte. Schließlich wurden beide wieder verbunden. Und vorher heftig gedisrespected und gemobbt. Bevor wir die Burg betraten, kamen wir auch zu einem großen Platz in Silberdorf. Aber als erstes ist uns etwas passiert. Der Himmel war nicht blau und die Sonne war nass. Das habe ich nicht erwartet. Alles war mit roten Wolken geschmückt. Es regnete auch. Aber der Regen war nicht normal. Es war rotes Blut. Okay. Ich dachte darüber nach, was passiert sein könnte, als Günther ein bisschen passiert zu sein schien. Er sprang plötzlich ins Meer, das nicht mal in der Nähe. Okay, in der Nähe schon. Silberdorf ist relativ küstennah. Geografie der Walross-Edition. Ohne von jemandem getroffen zu werden. Der nächste Satz. Sein Körper war voller Schmutz, das Rektum jedoch nicht. Für die, die vielleicht nicht wissenschaftlich so begabt sind, ein Rektum ist ein Gesäß. Günther, es ist alles gut. Anstelle der üblichen Reaktion machte er ein erstaunliches Geräusch. Es erinnerte mich an etwas, das aus der Vergangenheit erzählt worden war. Und es ist schon wieder jemand Gänsehaut. Ich aß Gänsehaut.
Sagt Latios, was hast du gesagt? Die Entscheidung wurde getroffen. Weimar, Lord Ecke, du siehst auf diese Weise blass aus. Ist alles in Ordnung? Bitte, Latios, wie ist das? Über. Nun, kurz nachdem Necrosmar Bulasam getötet wurde, stieg das Bewusstsein für Flanks Gefühle. Dann, ich nahm meine Seele. Ich sah Ginter an, der schweigend aufstand. Lauf, bald! Nach ihrer Erfahrung haben meine Freunde den Fehler gemacht. Der vielleicht größte Fehler war, der jemals gemacht wurde. Es gibt zwei Pillen, hell und dunkel. Aber es gibt eine Kreation, die in diesem Bereich auch in diesem Bereich überwacht. Eine Kraft, die die Welten mit einer Geste trennen kann. Eine Kraft, die nicht zur Herrschaft dient, ist außer Zerstörung bedeutungslos. Meine Freunde haben diese Liebe zum Hass geschaffen, ohne es zu wissen. Bestimmung! In diesen Tagen, als Licht und Dunkelheit verboten waren, also ich habe das jetzt so geschrieben, weil das in Caps Lock ist, weil ich notiere mir das selber so in der Geschichte. Determination schreibe ich nur das D groß, Determination schreibe ich in Caps Lock. Konnte die Kraft, die heutzutage in Günthers Seele war, seine Kraft entwickeln. Wir haben versucht, sie etwas zu beruhigen, aber es war zu spät. Während ich das schreibe, verstecke ich mich in einer Grotte. Nur, alle anderen sind gestorben. Dieser Text wird in keiner Weise meinem Besitzer gehören. Bestimmung hat sein Ziel erreicht. Floink Bulbasaur, wir bedauern dich. Es tut mir leid, aber dies sind die letzten Zeilen vor dem Ende der Pokémon-Welt und der Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition 2. Aber dumm, es ist vollbracht. Das war's. Es ist vorbei. Und ich möchte direkt mit euch auf die wohl größte Frage, die ihr vermutlich großteils haben werdet, eingehen. Wird es eine Valros Edition 3 in Dumm geben? Und die Antwort? Ich weiß es nicht. Was ich sagen kann, wenn es sie geben wird, dann nicht dieses Jahr. Denn jetzt wisst ihr ja, kommen wir gleich nochmal zu, naja, nicht dieses Jahr. Man hat vielleicht auch bemerkt, ich war nicht so motiviert. Ich weiß auch nicht, inwiefern es bei einer Valros Edition 3 in Dumm wäre. Der Unterschied ist wirklich, es war am Anfang ganz lustig, aber wird schnell stumpf und einfach nicht lustig, ne? Und in der normalen Valros Edition, da spüre ich wirklich die Geschichte. Ich stehe hinter allem, was in diesen Geschichten steht. Anders als hierbei. Das ist eben nicht, was ich geschrieben habe, nicht, was ich euch mitteilen möchte. Es fühlt sich einfach anders an. Anders als die normale Valros Edition. Auch wenn ich mich für heute von diesem Hörspiel verabschiede. Okay, nicht ganz, ihr wisst alle, dass innerhalb der nächsten Tage noch das komplette Hörspiel kommt, woran ich ehrlich gesagt bisher gar nicht wirklich gedacht habe. Lol, fällt mir gerade so auf. Ihr alle wisst, ihr werdet dieses Video hoffentlich morgen, Montag, sehen. Und es sind keine 2 Wochen mehr, bis die Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition 4 Another Life beginnt, die uns einige Zeit begleiten wird, die euch hoffentlich gut gefallen wird. Aber mit der Valros Edition in Dumm war es das fürs Erste. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Ich bedanke mich bei allen, die dieses Projekt geguckt haben. Vergesst nie, wenn eure Freunde sterben und als Geister noch auftauchen, diskriminiert sie noch schon mal schön. Danke an alle. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt dieses Video gerne mit einem Like. Lasst ein Abo auf dem Kanal da, falls ihr es noch nicht getan habt. Checkt vielleicht mal das Smash Bros. Tournament aus, wenn ihr wollt. Das war wirklich sehr interessant. Und tschüss.